いやいやいやいやいや、あ、朝、あ、Servus Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von What Happens When. Ich meine, in der ersten Folge haben wir ja ausgiebig das Leveling-Fahrwerk getestet und da lief ja alles einwandfrei, so wie es muss. Du hast immer die eine optimale Traktion. Und wie versprochen geht's jetzt in Folge 2 weiter mit den experimentellen Teilen. Und wir fangen mal ganz entspannt an mit einer weichen Dämpferkennlinie. Die haben wir jetzt hier schon geändert im Dämpfer. Und ihr seht schon, im Hintergrund wird schon gewerkelt. Da werden wir nämlich jetzt das originale Fahrwerk gegen dieses austauschen. Und dann wird's spannend. Let's get started. Augenscheinlich ist es ein recht simpler Schritt, weil wir ersetzen die originalen Dämpfer gegen das Gewindefahrwerk. Here we go. Aber was heißt es denn, die Dämpferkennlinie weich zu machen? Das gucken wir uns mal im Detail an. Heute geht es um den Dämpfer. Und wir wissen ja, der Dämpfer kontrolliert die Feder. Und das macht er mit der Dämpferkennlinie. Die unterteilt sich in der Zugstufe, Ausfederverhalten, und die Druckstufe, Einfederverhalten. Die Dämpferkennlinie ist individuell auf jedes Fahrzeug und Gewicht abgestimmt. Wir haben unsere Dämpferkennlinie auf komplett weich gestellt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wir sind zurück auf unserer Teststrecke und ihr wisst, hier haben wir wirklich alle Begebenheiten, die wir brauchen für einen ordentlichen Fahrwerkstest. Ich meine, wir haben die Dämpferkennlinie auf weich gemacht. Das heißt, er wird sich meiner Meinung nach mehr aufschaukeln, als man denkt. Und deswegen wird es sehr spannend, glaube ich, innen. Mal schauen, wie der Polo sich schlägt. Oder eher Wellen schlägt, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich eine Schaukelpartie. Wir werden sehen. Also man merkt direkt, man hat hier definitiv weniger Kontrolle, weil der Vorderwagen, allein die Vorderachse, die tänzelt, die schaukelt sich auf, wie ich mir das vermutet habe. Kleinste Unebenheiten lassen das Auto aufschaukeln. Das ist echt ein Zustand, das will ich auf der Straße nicht erleben, ganz ehrlich. Weil das gibt dir eigentlich auch kein gutes Gefühl. Es gibt dir eher ein sehr unsicheres Gefühl. Weil du bist damit zugange, das Auto in der Spur zu behalten. Und kann sich dann auch nicht konzentrieren auf den Straßenverkehr. Du hast eigentlich kein Gefühl mehr für das, was unter deinem Auto passiert, sondern es ist einfach eine Bumpelstrecke hier. Das ist Wahnsinn, Alter. Also ich bin nur froh, dass es hier ein Fronttriebler ist. Und das merkst du aber auch, dass dein Heck sehr, sehr leicht hier wird. Weil es eigentlich keine Traktion hat. Aber es macht echt laut, Jungs. Es macht echt laut. Das ist wie ein Hecktriebler. Du gehst quasi mit dem Polo im Drift hier durch die Schikane. Das ist irre. Auch Lenkbefehle werden auch jetzt relativ spät übertragen. Das heißt, du hast auch keine direkte Lenkung mehr.
muss man sich mal vorstellen. Ich fahre ja hier einen Polo, der hat, weiß ich, 50 PS. Wenn denn überhaupt. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt ein Auto in solch einer Dämpferkennlinie, was wirklich PS hat. Und dann musst du das bei einer Kurvenfahrt oder bei einer unebenen Straße kontrollieren. Das ist echt nicht cool. Also das ist ganz schön wackelig hier drin. Also allein die Spur zu halten, ne? Da gehört schon einiges an, ich sag mal, Übung dazu. Aber ihr habt ja gemerkt, die Lenkbefehle, die verzögern sich massiv. Das ist die beste Voraussetzung für den Slalom. Also auf in den Slalom. Flache Wege, flache Lenk. Ja. Also mit geringem Tempo ist das alles ganz okay. Alter Schwede, Jesus Maria. Ihr seht, ich lenke schon sehr viel, wobei ich die Hütchen im Parcours sehr flach nehme. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ohne Slalom den Weg beschreiten. Nein, wir werden jetzt einmal durchbeschleunigen ohne Slalom und dann mal gucken, wie er bremst. Ob er mega einnickt oder nicht. Und beschleunigen so auf 50 km/h, auf 40, 45 und Anker. Ja, nicht schlecht, ne? Also, wenn man sich jetzt überlegt, der Polo hat kein ABS, es ist eine sehr unterrutschige, also sehr unter, andersrum, der Untergrund ist sehr rutschig, ist das gar nicht verkehrt, ohne Scheiß. Für mich definitiv ein sehr spaßiger Start in diese ganze Reihe. Aber wenn man halt solch ein Fahrverhalten auf der Straße hat, ist das eher uncool. Definitiv, weil du kannst einfach nicht mehr einschätzen, wie reagiert mein Auto auf einer Bodenwelle oder wenn du so einen Lenkungsdelay hast, dann ist das echt nicht spaßig. Für erfahrene Fahrer ist das zu kontrollieren, für Fahranfänger oder welche, die nicht firm sind, lass gut sein. Achtet darauf, dass euer Fahrwerk gut funktioniert und dann ist es safe und gibt Vertrauen. Ich würde sagen, es war schon mal ganz anständig, oder? Es hat ja schon ordentlich gerappelt im Auto, aber wir müssen uns steigern. Wir brauchen mehr Action. Das heißt, in der nächsten Folge geht es um die Federn, und zwar um die Federlänge. Also seht ihr, eine kürzere Feder kommt rein. Ihr könnt ja schon mal spekulieren in den Kommentaren, was passiert wohl. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es bei Social Media. In dem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Der Wille war da. Das Fahrwerk nicht. Boah!